was trage ich auf meinem Gesicht? Ich habe ein Hauptkanalvideo gedreht oder ein Hauptvideo gedreht, und zwar ein Maskenvergleich, Haarmaskenvergleichsvideo. Und da habe ich natürlich diesen Look hier getragen und möchte euch jetzt zeigen, was ich dafür verwendet habe. Angefangen habe ich mit dem Prime & Fine Beautifying Primer. Der spendet einfach Feuchtigkeit und soll nochmal ein bisschen Strahlen auf die Haut bringen. Und den habe ich so gesagt als Base drauf. Danach den Sleek Glisten Me Liquid Illuminator. Das ist einfach ein flüssiger Highlighter. Den habe ich dann auf mein komplettes Gesicht nochmal so ein bisschen verteilt. Einfach, dass ich noch mehr Strahlen bekomme. Als Foundation trage ich dann die Catrice HD Liquid Coverage Foundation in der Farbe 010 Light Beige. Natürlich verlinke ich euch gerne auch das Hauptkanalvideo hier oben nochmal. Also das Haarkuren-Masken-Haar-Masken-Vergleichsvideo. Genau, weiter geht's mit dem Concealer. Da habe ich den Essence All About Matte High Covering Concealer benutzt in der Farbe 05. Mag ich wirklich sehr gerne unter den Augen, der ist wirklich sehr, sehr schön deckend. Als Bronzer trage ich dann auch den Essence Bronzing Compact Powder in Matte in der Farbe 02 Love to be Matte. Und als Highlighter den Catrice Highlighting Powder aus der LE. Genau, Golden Glow heißt der. Also einen Rouge habe ich so gesagt heute gar nicht drauf. Und als Augenbrauenprodukt habe ich den Eyebrow Express von P2 in der Farbe Stylish Blond drauf. Auf den Lippen trage ich dann ein High Intense Maxi Lipstick von P2 in der Farbe Cute Tulip, ganz bisschen nur. Und dann den Liquid Lip Powder Metal Matte von Catrice drüber in der Farbe Copper and Spicy. Also das ist einfach nur so eine leichte Version, also wirklich beides sehr dezent aufgetragen. Und bei den Augen habe ich mal wieder die Too Faced Palette, die Peach Palette verwendet. Einmal die Farbe Bless Her Heart, das Grün, so gesagt, auf meinem beweglichen Lid. Und die Farbe Summer Jam, dieses rötliche Braun in der Lidfalte. Und dann habe ich von NYX den White Liner verwendet und als Base, so gesagt. Und darüber dann den Essence Metal Art Lip und Eyeliner in der Farbe Pink Glam, dass das Rot einfach ein bisschen besser rauskommt. Auf der Wasserlinie trage ich dann den Essence Wake Up Spring Jumbo Highlighter Pen. Wie gesagt, das ist so ein Beige-Ton. Und als Mascara die Essence Isle of Extreme. Und das waren dann schon alle Produkte, die ich auf dem Gesicht trage. Dann verlinke ich euch jetzt hier mal die Playlist. Da habe ich alle meine Was trage ich auf dem Gesicht Videos drin. Natürlich immer mit dem Hauptvideo. Und natürlich kann ich euch hier auch noch meine letzten Videos verlinken, die ich gedreht habe. Da könnt ihr gerne, wie gesagt, mal drauf schauen. Da habe ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und ich habe ein Perückensammlungsvideo zum Beispiel gedreht. Oder auch die August-Favoriten und so weiter. Also da klickt gerne mal drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!